ich habe einfach mal zwei 500 Euro Mystery Boxen bestellt. Einmal Bayern München und einmal Borussia Dortmund. Leute, Gaming Maus von Bayern. 3, 2, 1. Oh, Alter. Hä? Das ist richtig cool, schau mal. LOL, was? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute mit dem allerechten Jo Jonas am Start. Oh. Genau, Leute, und wir werden heute einfach mal zwei richtig kranke Fußball-Mystery-Boxen öffnen. Einmal eine Bayern-München-Mystery-Box und einmal eine Borussia-Dortmund-Mystery-Box. Leute, gerade ist die Bundesliga ja auch ultra spannend und die wird sich ja bald dem Ende zuneigen. Für wen bist du, Jonas? Hau mal raus. Dortmund. Ich bin heute aber mal auf jeden Fall für Bayern München, deswegen habe ich mir die Box rausgesucht. Leute, wir schauen auf jeden Fall, welche Box ist wertvoller, also wo sind die krasseren Sachen drin. Meine ist, glaube ich, ein bisschen mehr gefüllt, siehst du das? Oh lol, ja. Ja. Er ist schon mal direkt unfair. Punktabzug. Vielleicht habe ich da Glück, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da und kostenlos Abo und schreibt in die Kommentare, seid ihr eher für Dortmund oder für Bayern. Und ich würde sagen, Jonas, du kannst gerne mal deine Mystery Box öffnen, ich bin ultra gespannt. Boah. Okay, Alter, ich bin so gespannt, was da drin Alles ist. Das ist echt groß, das Paket. Ist übel groß. Jürgen, als ob du das nicht hinkriegst, ein Paket aufzumachen. Das ist groß. Einmal Ritsch. Ich mache es so. So. Junge, als ob du das so aufschneidest. So. Oh. Oh. Leute, ich hoffe auch, dass ich auf jeden Fall wertvollere Sachen drin habe als 500 Euro. Sonst werde ich wahrscheinlich, also sonst wurde ich wahrscheinlich komplett abgezogen wieder mal. Wie immer. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Jonas, okay. Ich würde sagen, wir holen immer eine Sache raus. Okay, Leute, meine erste Sache. 3, 2, 1. Go! Lol, was hab ich denn? Ohne Fahne ist das, glaube ich. Lol! Das ist eine Spardose, okay, hätte man drauf kommen können. Oha, eine Borussia Dortmund Spardose. Hä, zeig mal, das ist voll verkratzt. Ja. Ich habe eine richtig krasse Bayern-München-Fahne. Ja, übel verkratzt die Dose, keine Ahnung. Mhm. Aber ist offiziell, ist zertifiziert. Junge! Bro, wie groß ist die denn? Also, die kann man auf jeden Fall ins Stadion mitnehmen, theoretisch. Ja, ich hingehen wir's. Ja, ich würde sagen, ich glaube. Bei der ersten Sache ist, glaube ich, meins wertvoller, ja, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, ist cool, aber ich finde auch das Design ist nicht so spannend. Nee, ja, ist ein bisschen, ehrlich. Bisschen low, langweilig. Leute. Weiter geht's ja. Direkt, Leute. Zweite Sache. Okay, 3, 2, 1. Junge! Oh, lol, das ist so ein Fanschal. Leute, ich habe einfach mal im FC Bayern München Schlappen, so Pantoffeln. Lol. Junge, wie sieht das denn aus? Lol. So mach den mal so um deinen Hals. Ist das von BVB schon? Oh, das ist ein echter, ne? Ach so, krass. Okay. Oh, meiner ist auch. Meine sind auch echt. Wie ziehe ich so einen Schal an? Ich glaube, genau so. Boah, das ist der absolute Drip. Sind das offizielle Pantoffeln oder? Das sind offizielle. Okay. Bist du bereit, Jonas? Die nächste Sache. 3, 2, 1. Oh, ich weiß schon, was es ist. Oh, was? Lol. Hey, das ist cool. Alter, guck mal, so ein 3D-Puzzle. Ja, Nightlight. Alter, das leuchtet im Dunkeln auch, oder was? Ah, nee, das ist so eine Lampe, das wird so angeleuchtet. Boah, das ist, okay, das ist schon Alter. Cool. Also du kannst zusammenpuzzeln und am Ende kannst du das dann als Lampe benutzen. Genau, Leute. Ey, das ist cool, oder? Ja, das feiere ich auf jeden Fall. Puzzle das jetzt zwar nicht auf, Leute, aber du hast ein Duschgel. Ich habe ein 2-in-1 BVB-Duschgel. Weiß ich jetzt nicht. Ja, lass mal einen Geruchstest machen. Boah, okay. Glaubst du, das riecht gut? Ja, okay, standardmäßig halt. Standard-Duschgel? Ja. Boah, ja, das riecht so wie jedes Duschgel, was man so bei Männern kaufen kann. Also das braucht man wirklich nicht. Nee, nee. Dann würde ich sagen, Leute, die nächste Sache. 3, 2, 1. Oh! Oh, das ist cool. Das ist ein LOL? Was ist das denn? Perfekt, Gesundheit. Danke. Oh mein Gott, ich habe ein echtes Bayern-München-Trikot. Was? Echt? Ja, guck mal. Komm, ich zieh das mal an. Ich denk mal schon von der Größe, oder? Kann hinkommen. Ich probier's mal, Leute. Leute, wie sehe ich aus? Unsympathisch. Hey, hallo. Oh, das ist cool. Also hier mal da rein zeigen, ne? Ja. Gelb. Mega. Aber die in Schwarz sind ja wohl ein Witz. Also da kennt man ja gar nicht mehr. Das ist schwarz. Das hätte gelb sein müssen. Okay. Dann weiter geht's. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Ich habe einfach mal ein Schild. Hier wohnt ein Bayern-Fan. Ich habe ein Stadion-Puzzle. Was? Hä? Das ist ja übel cool. 3D-Stadion-Puzzle. Okay, das klingt sehr cool. Digga. Das ist auch offiziell. Das ist auch wieder dieser Sticker. Ah, ja, Alter. Okay. Betreten an Spieltagen nur auf eigene Gefahr. Schon unangenehm, aber egal. Ja, also würde ich jetzt auch nicht an meine Tür hängen, da bin ich ehrlich, Leute. Aber für den allerechten Bayern-Fan kann man das mal machen. Die nächste Sache. 3, 2, 1. Oh, krass. Oh mein Gott. Nein, oder? Lol, was hast du denn? So ein Kinderrucksack.
Gott, was ist das denn? Ich habe einen Bayern-München-Ball, aber der ist nicht aufgepumpt. Boah, das sah schwach. Wie sieht der aus? Der Affenzahn-Emma-Rucksack für 40 Euro. Ui. Ja, das ist ja dieses Maskottchen so ein bisschen, ne, von BVB, diese Emma. Mal schauen, was noch hier drin ist. Wir haben noch richtig krasse viele Sachen drin. Okay. 3, 2, 1. Lol, was ist das denn? Da ist was drin, der Brotbox. Oh! Was ist denn da drin? Waffeln! Boah, da krieg ich direkt was. Darf ich die essen? Lol, ja, pack mal aus. Boah. Digga, eine BVB-Süßigkeitenbox? Krass. Ich hab so eine Grillschürze von Boah, Bayern. Boah, das ist cool, die ist einfach gefüllt. Lol, das sind BVB-Süßigkeiten. Marke, ja, komm, ich nehm einen Lolli. Boah, ey, zeig das doch mal so. Sachen. Die Leute sind einfach Dortmund-Süßigkeiten. Rauberbox oder so. Ja, ja, dann probier mal hier, Jonas. Boah, hoffentlich sind die nicht schlecht. Die sehen auch nicht gerade ansprechend aus. Lol. Ein PK-Lolli. Okay, testen wir mal. Oh, hart. Ja, ich sag ehrlich, der Lolli ist okay. Lolli ist okay. Geht. Bitte nicht so. Und was ist hier noch drin? Waffel einfach. Lol, eine Kakaowaffel. Bruder, ich pausiere mal den Lolli und probiere die Kakaowaffel. Ja, ist so ein billige Nachmache von Hanuta, oder? Okay, Leute, wir machen mal die Süßigkeiten weg und dann geht's weiter. Ich zeige euch noch die Grillschürze. Was? Also, Leute, die Grillschürze. Ich mach die mal hier so auf. Ja, guck mal, Alter, Leute. Schweinehaxen auf den Grill werfen am Wochenende, oder? Genau. Ja, okay. Kann man machen, ist jetzt nicht so mein Favorite-Produkt bisher, aber wir machen weiter. Oh, ich hab mich hin schon. Und 3, 2, 1. Er ist winzig. Oh, was? Das oh mein Gott, ich hab, Alter, ich hab Bayern-Bettwäsche mit allen Unterschriften aus dem Bayern-Team. Ach, das ist ein Handtuch. Kannst du Wasser drauf machen? Oha, ach so. Pack das mal aus. Ich habe einfach mal so Bayern-Bettwäsche. Ich glaube, ich muss jetzt nicht auspacken, aber guck mal. Guck mal, hier ist von jedem die Unterschrift drauf. Hast du vielleicht mal eine Schere? Oh nee, es geht. Schau mal, von so Musiala zum Beispiel. Oh, hier. Cool. Gnabry. Das ist schon cool. Also Leute, das ist cool, würde ich okay, sagen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich das Spannendste jetzt, wie aus dem kleinen Ding ein Handtuch. Ja. Da muss man dann so Wasser draus machen. Das ist echt cool. Okay, komm, warte, ich hol dir was. Das muss man ja, essen. Ja, das ist schon cool. Okay, Leute, das Experiment. Es startet jetzt. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Das ist so kompakt und fest. Kann ich auch mal. Alter, das ist ja steinhart. Das ist richtig geil. Lol. Ja, ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und. Oh mein Gott, das quillt sich voll auf. Das wird voll groß. Ja, man sieht's schon. Okay, krass. Alter, das ist voll. Jetzt ist es schon zu klein wahrscheinlich gleich. Ja, ja, gleich bleibt das so stecken im Glas. Okay, Leute, der große Moment. Geht das Handtuch auseinander? Lol. Oh mein Gott. So? BVB. Aber ey, das war voll nice mit diesem Zaubertrick noch. Ja, ja. Okay, Jonas. Ich würde sagen, kommt zur nächsten Sache. 3, 2, 1. Oh. Alter. Mir ist die Box fast runtergefallen. Was ist das denn? Ein Gartenzwerg? Ja. Lol, du hast so eine Trinkflasche. Aber die sieht stylisch aus. Die sieht hochwertig aus eigentlich. Ja, ja. Lol, das ist so ein Gartenzwerg, der hier so diesen Stern so draufsetzt. Okay, Leute, der ist hier einfach mal. Der steckt hier so drin. Oh. Lol. Was ist das denn? Junge, okay, bin ich richtig bad, Alter. Da bin ich ehrlich. Ey, das ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der das bei sich zu Hause stehen hat. Nicht ne? Böse gemeint. Nicht böse gemeint, aber ich finde das echt ein bisschen kitschig. Das wird sich niemand Jüngeres auch in den Garten stellen. Nein, das ist. Ich finde das nicht so cool, Leute, aber ja, ist ganz lustig, ne? Ja, jemand auf Gartenzwerge steht und Bayern mag das ja. Dann wahrscheinlich. Okay, Leute. Ist immer noch so viel drin, ne? Nee, ich habe auch so viele Sachen noch. Und go! Oh, ein Fanschal! Hä? Pack den mal aus, so ein Schlüsselanhänger, ne? Mhm. Der sieht hässlich aus, der gefällt mir nicht. Ja, der ist nicht so geil. Oh mein Gott, Leute, ich werde noch zum Bayern-Fan komplett. Alter, ihr seht's hier, Junge. Mia San Mia, Leute. Oh, okay, das. Lol! Hä? Das ist ein Einkaufschip! Ach, stimmt. Alter, okay. Geisteskrank. Okay, das macht's wieder cool, das stimmt. Verstehe halt nicht, warum da vorne so ein Loch im Schuh ist, das finde ich ein bisschen weird, aber. Stimmt. Das ist halt echt cool gemacht. Oh mein Gott, das ist ein Flaschenöffner vorne. Oh! Oh mein Gott, okay, warte mal. Ultra Lost. Ja. Okay, der Schlüsselanhänger ist, glaube ich, übel krass. Du kannst damit Flaschen öffnen, so ein schönes Bierchen, ne? Wenn Dortmund gewinnt. Und noch hier. Einkaufschip, Leute. Das ist eine gute Idee. Ey, das ist cool, das feier ich. Ball. Oh, oh mein Gott, ich hab was saukrasses. Oh, ich hab gewonnen. LOL! Keine Chance. Ich hab, oh mein Gott, einfach okay, mal ist auch cool. FC Bayern Gummibärchen, was? Dortmund-Trikot, Leute. Nice. Okay, das ist krass. Das ist besser. LOL. Auch einmal anziehen, ja, oder? Ja, komm, zieh mal an hier. Und Leute, wir probieren dann gleich mal hier diese Trolli-Meister-Mischung. Oha, Maschallah, Jonas. Der allerechte Marco Reus hier. Oh, hier. Sehr stark. Au. Leute, wir öffnen jetzt mal hier die Trolli-Meister-Mischung.
Und ich habe eben schon gesehen, guck mal, das ist einfach eine Meisterschale als Gummibärchen. Boah, ich will auch eine Meisterschale. Komm, die kriegst du direkt. Oh, danke. Die Meisterschale. Das ist echt cool. Und ich... Oh mein Gott, das ist der Pokal. Der DFB-Pokal? Ja, B-Pokal. Komm, wir essen die beiden erstmal. Cheers. Ja. Ja, komm. Cheers. Bisschen sind auch Gummibärchen. Normale Gummibärchen, ja. Ey, die Meisterschale und der Pokal ist aber cool. Mhm. Und 3, 2, 1. Oh, was? Nee, das ist... Da ist heute was drin. Oh, da ist was drin. Hä, du hast noch eine Brotbox. Ja, deswegen. Hä? Guck mal, ich hab ein Mäppchen. Okay, das ist cool. Mach mal auf. Da ist schon einiges drin. Was das krass wäre, aber ich denke, das machen die nicht, dass sie einfach so lizenzierte Produkte reinpacken würden. Oh, du darfst so ein FC Bayern Lineal und sowas. Ja, aber machen die bestimmt nicht, um Geld zu sparen. Das interessiert mich jetzt auch mal. Mia San Mia steht hier noch drauf. Sieht schon mal ganz cool aus für so einen Bayern-Fan, der so in der ersten Klasse ist oder so. Kann ich das abmachen? Ja, oder? Ja, ja, mach ruhig. Aber guck mal, das ist so eine bisschen andere Brotbox. Kann man so als... Ja, da ist noch eine drin. Ja, ja, genau. Ach, da ist noch eine drin? Ja, sind zwei. Ah, Zweier-Pack. Okay. Ja. Leute, und... Oh! Ah, nee, das, nee, das ist so ein Basic-Mäppchen, wo einfach Bayern drauf ist. Ja, okay, Leute, leider. Das ist ein ganz Basic-Mäppchen. Aber, ja, so ein ganzes Schulset eben. Trotzdem, nicht schlecht. Also fand ich mein Produkt cooler mit dem Mäppchen. Leute, wir sind noch nicht durch. Ich habe noch richtig viele Produkte. Und 3, 2, 1. LOL! FC Bayern Uno. Alter, du hast ein Freundebuch. Oh mein Gott. Ey, das ist ja saugeil. Leute, ich pack die mal aus. Ihr seht dann die Karten, was da so drin ist. Mach du mal zuerst oder soll ich schon mal zeigen? Ich kann euch jemand ja zeigen. Zeig mal. Man sieht das einigermaßen. Na, ihr könnt, was könnt ihr? Ich muss kurz mal erstmal lesen. Lol, das sieht voll cool aus. Lieblingssaal, dann habt ihr hier so euer Lieblingsessen. Das, Alter. Ja, finde ich alles gut. Fan von Lieblingssportler gibt es halt über so richtig spezifisch ist jetzt nicht. Hier sind diese FC Bayern Karten, Leute. Ich zeige euch mal so ein paar, die ich cool finde. Also die roten Karten, Leute, haben unterschiedliche Designs. Zum Beispiel hier einmal mit Mia San Mia. Einmal so ein Fußballer, dann einmal so, ein Typ mit so einem Fußball. Hier ist die Farben-Auswahlkarte und hier die Plus-4-Karte. Und da, oh, eine exklusive Bayern-Karte. Die gibt es nicht im normalen Uno mit so einem Stern. Und wir machen weiter, Leute. Die nächste Sache. 3, 2, 1. Let's go. Ein, was ist denn das? Hä? BVB-Schmuckstücke. Schmuckstück, okay. Lol, ich hab ein Mauspad. Aber das ist voll klein, oder? Ja, das ist echt klein. Das ist voll klein für ein Mauspad. Okay, Leute. Ja, fühlt sich an wie so ein ganz normales Mauspad. Mit dem Bayern-Logo ist okay. Ich glaube, wenn man so ins Stadion geht und eh so ein BVB auf hat, ist das okay. Nee. Aber ist kacke. Okay. Aber Mauspad war ganz cool, aber es war zu klein, oder? Ja, ich fand's auch zu klein. Okay. Wie viele Produkte sind da drin? Ja gut, das war auch viel Geld, ne? Ja, hat über 500 Euro pro Box gekostet. Okay. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Oh, lol, eine Gaming-Maus von Bayern. Oh mein Kugelschreiber. Gott. Lol. Ich die Maus schon, kann ich mal sehen? Ey, Alter, guck mal. Die muss mal auspacken, das ist Junge, eine Gaming-Bayern-Maus, das gibt's nicht. Alter, ich stell mir vor, wie du da mit deinem Bayern-Kirschenschürze und keine Ahnung, Kirschenschürze und allem möglichen, da mit dem Mauspad und allem an dem Bayern-PC sitzt. Junge. Bisschen lol. Ich vorne, oder? Trikot, Rucksack, Squad. Ich könnte mir vorstellen, mit der Maus, dass ich vorne liege. Ja, ist die Maus hier, ist dabei? Nee, aber die Leute sind jetzt eingeblendet. 30 Euro ist eine gute Maus, oder? Nee, guck mal, das ist eine richtige Gaming-Maus, die ist auch qualitativ nimmer. Ach so, ich habe noch nie so Billigmäuse zu Hause. Also ich glaube, so eine Gaming-Maus könnte schon 80 Euro kosten. Ich habe so eine Maus auch, Leute. Also ich glaube, meine hat so über 100 Euro gekostet. Ja, ich bin auch im Handy. Ich habe sowas nicht. Okay, Leute, die war ganz nice, muss ich sagen. Finde ich krass. Okay. So, die nächsten Sachen. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Let's go. Was? Beruhigungszäpfchen für Bayern-Fans? Was? Was? Was steht da noch? Zur Einnahme bei Niederlagen, Gegentoren oder Abstiegsangst? Hä? Ah, lol, deswegen ist es bei Dortmund drin. Das ist so gegen Bayern, Leute. Weil es gegen Bayern ist. Beruhigungszäpfchen für Bayern-Fans. Haha, Junge. Das kann man. Ja, lass die mal probieren. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also, ich hab einfach mal, guck mal, übelst krass einen Weckerfußball. Ja, das ist nicht so cool wie mein. Aber Weckerfußball ist auch schon cool, ja. Hä, doch, das ist cooler. Ja, ja. Nein, nein, nein. Ah, guck mal, der sieht voll geil aus. Leute, also ich sag ehrlich, wenn ich so jünger gewesen wäre und so Bayern-Fan, dann fände ich das cool, so ein Wecker. Was ist das? Ich dachte, ich muss das essen. Ist das total hart? Isst man das? Oder willst du lieber? Nee, ess du. Extra auch in Gelb für die Dortmund-Fans scheinbar. Schmeckt kacke. Schmeckt kacke? Nach was schmeckt das? Ist das so beruhigend? Wirkt das beruhigend? Oh mein Gott. Einführungsempfehlung, siehst du das? Das ist ein Po, ne? Wie random ist aber das denn bitte? Kann ich das essen oder ist das wirklich Inception?
Ja, wahrscheinlich kannst du das echt essen. 3, 2, 1! LOL! Oh mein Gott, wir haben beide eine Tasse. Was ist denn da passiert? Wie hässlich ist die denn? Oh mein Gott, geil mit den ganzen Unterschriften. Geht's, ich finde, dann sieht das nicht so gut. Hä, doch. Also ich finde die Tasse nice. LOL, die gelbe Wand. Ach so, das soll so, guck mal, das hat so die Musterung von so einer Wand. Ach so, wegen der Wand. Wegen der Abwehr. Ja. Aber es war, ist origineller als eine normale Tasse, ne? Das hat ja, ich halt lieber mal. Ich finde sogar deine cooler als meine. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Sache. 3, 2, 1. Das ist eine Puppe, oder? LOL! Was ist eine Spieluhr? Steht da dabei? Was? Ich hab einfach mal so einen Notizblock, oder was ist das? Leute, einfach. Ich hab so. Oh mein Gott, ein Hausaufgabenheft ist das! Ach so! Ach, eine Spieluhr ist das! Ich bin nachhaltig. Das kannst du unten aufziehen. Du kannst normalerweise so eine Spieluhr aufziehen. Oh! LOL! LOL! Nee, weiß ich jetzt nicht. Aha, das ist für so Babys. Also Leute, ich habe tatsächlich so ein FC Bayern Hausaufgabenheft. Hier kann man sich jeden Tag die Hausaufgaben aufschreiben. Okay, Leute. Ey, ich sehe schon wieder eine Sache. Da fühle ich mich wieder komplett hups genommen. Alter. Junge. Du hast gleich sollte aufziehen. Okay. Ich habe einfach nochmal so einen dummen Gartenzwerg. Will der Typ mich eigentlich hops nehmen von der Mystery Box? Sag mal, ist der schöner. Oh shit. Das ist aber originell. Der schläft so. Ja, die ganzen Meisterschalen. Muss man auspacken. Hast schon ein bisschen abgehoben auch. Willst denn, ja? Ey, der ist wieder so komisch eingepackt, Leute. Oh, okay, das ist cool. Ich mag Playmobil. Ich hab auch Playmobil. Alter, so ein Playmobil, das ist cool. Oh Mann, ey, Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool finden soll oder eher nicht. Boah, ey, Alter, wie sieht das denn aus? Playmobil-Typ ist auch cool. Ja, das ist echt original. Den kann man ja auch so in so sein Playmobil-Ding so mit einbauen. Ist auch offiziell vom FC Bayern, guckt euch den mal an. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so ein Zwerg, der schläft so mit seiner Meisterschale. Ist überhäuft von Meisterschalen, hier noch so eine FC Bayern-Tasche. Jedenfalls ist so eine Playmobil-Figur, Leute, die wohl auch den Ball schießen kann. Oh mein Gott! Okay, Leute. Nächstes Produkt. Ich hab's hier schon in meinen Händen. Oh, das ist was Cooles bei mir, ja? 3, 2, 1! LOL! Ich hab Dartpfeile von Bayern. Catchball. Catchball? So ein Spiel. Also, Leute, ich hab hier tatsächlich so FC Bayern-Dinger, aber leider sind die einfach nur rot. Und nur die Hülle ist eigentlich richtig FC Bayern. Das finde ich ein bisschen schwach. Ah, LOL, aber die Flights. Okay, die Flights hinten sind von Bayern. Ist nicht wahr. Jetzt habe ich es oben aufgeschnitten, das ja, sieht so aus. Hättest du unten ausschneiden sollen. Ja, aber da war so ein Scherending eingezeichnet, schau doch mal. Ach so. Ach, das kenne ich. Du musst es so werfen und der andere muss es fangen. Ah, aber jetzt werf nicht daneben. Nicht in mein Gesicht werfen. Okay, machen wir mal hier. Ein bisschen weiter weg, was will ich machen. Und ja, das ist cool. Das ist ganz geil. Weiter weg machen. Ich glaube, das ist so ein Strandspiel. Ja, aber so weiter weg machen natürlich, logischerweise. Aber es klappt. Ja. Aber das ist originell. Das ist cool. Mit auch nicht kaputt gemacht zum Glück. Sehr geil. Und die nächste Sache in 3, 2, 1. Hä? Oh, das ist der vom Schal. Hä? Da war einer. Ja. Okay, ja, okay, das zählt jetzt nicht als Produkt hier. Da war noch eine Packung. Oh mein Gott, ich hab eine Bayern-Uhr. Hä? Was hast denn du da? DVB LED-Echtwachskerze. Oh, das ist cool. Neu. Boah, mach mal auf. Alter, das ist ja eine komplette Bayern-Uhr. Oh mein Gott, die hat auch so das FC Bayern-Logo. In diesem Uhrengehäuse und hinten hat sie das auch, das Logo. LOL. Digga, eine Bayern-Uhr. LOL. Boah, die ist mir fast zu klein, die Uhr. Da muss erst aufgeladen werden, Leute, die BVB-Kerze. Okay, Leute, ich zeige euch mal in der Nahaufnahme kurz meine Uhr. Hier ist die Uhr am Start. Ihr seht schon, die hat so ein Bayern-Logo auf dem Ziffernblatt, ne? Das ist halt so eine. Ja, erinnert mich so ein bisschen an so eine G-Shock. Okay, Leute, das nächste Produkt. Ich habe einfach mal eine Trinkflasche noch. Und, was hast du? Ah, das ist so ein. Ah, so eine LED-Leuchte. Ja, genau. Ich verkaufe die auch selber, aber vergesst, wie das Produkt heißt. Ich habe hier. Oh, ja, okay, die sieht sehr billig aus, muss ich sagen. Das ist halt so eine Plastik-Trinkflasche, aber fürs Fußballtraining oder so ist die okay. Ich würde sagen, deine war aber cooler. Oh, deine Lampe sieht ganz geil aus. Ja, die leuchtet wahrscheinlich gelb im Dunkeln. Muss ich jetzt anstecken, aber. Safe, die leuchtet gelb. Okay, Leute, mein letztes Produkt. Oder komm, bevor ich zu meinem letzten Produkt komme, dann mach du mal dein nächstes. Okay, komm. Ja, oh! Kein Bayernkissen gehabt oder keine Bayern-Decke hattest du, oder? Ich hatte also Bettzeug, genau. Ich habe so ein Lauternkissen. Du ja, hast ja, eins. Also halt, ich dachte so, hä, Junge, das ist ein Dortmund-Kissen. Okay, ja, das sieht cool aus. Ja, das ist okay, wie viel hast du jetzt noch? Ich glaub doch noch eine Sache, wenn ich das richtig merke. Okay, eine. Große. Ja. Dann 3, 2, 1! Nee, doch noch zwei, sorry, egal. Okay, Jonas hat noch eins. Ich habe, lol, ein FC Bayern-Schnapsglas. Oh, Marco Reus, cool.
Alter, lol. Ja. Für alle Marco Reus-Fans. Kann man sich so hinhängen, wenn man Marco Reus-Fan ist. Reus war krass, er ist schon seit 10 oder über 10 Jahren jetzt beim BVB, ne? Ist schon krass eigentlich. Dann hol jetzt mal dein letztes raus. Haha, die Gläser hier. Nee, ist doch nicht das letzte. Ey, was hast du? Da. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, so ein Wachsmalstift. Okay, jetzt aber. Jetzt wirklich. Ich schau nochmal kurz. Jetzt rein. Wirklich? Oh, das ist immer cool. Okay, pass auf. Okay, 3, 2, 1. Meine Gläser. Cool. Das ist richtig cool. Schau mal. LOL, was? Das ist echt Spielfiguren? Cool. Das sind die Spieler als Figuren. Ey, lass sie mal nicht. Warte, lass sie mal in der Cam zeigen. Also Leute, ihr seht einfach mal die ganze BVB. Axel Witzel zum Beispiel hier oder Erling Haaland auch, krass. Haaland einfach doch. Der spielt ja bei Manchester City eigentlich, Julian Brandt. Also Leute, das waren die ganzen Sachen. Ihr seht, wer hatte die wertvollere Mystery Box. Ihr seht's, wer hat gewonnen. Schreibt auf jeden Fall, welche Box ihr cooler fandet. Lasst ein Like da, checkt Jonas ab. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.